Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute gibt es mal ein wirklich ganz anderes Video, das habe ich noch nie gemacht. Und zwar gibt es ein, so ein Food Haul im Prinzip, den ich bei Weight Watchers esse. Also alles Produkte, die ihr halt wirklich da gut essen könnt, beziehungsweise punktefreundlich sind. Und ich würde sagen, wir legen mal los, weil das sind echt zwei richtig volle Tüten. Und zwar, ja okay, fangen wir mal mit den Möhren an. Möhren ist zum Beispiel ein Zero-Point-Produkt, also braucht ihr euch gar keine Punkte für errechnen. Deswegen habe ich das auf jeden Fall immer da. Und ich brauche sowieso immer fürs Pferd oder für die Kaninchen. Basilikum brauche ich, weil das ist das Einzige, was mir immer eingeht. Ich habe ja so ein Kräuterbeet gemacht und irgendwie... Also es hat echt länger gehalten, als wenn man es so im Topf lässt. Aber es ist auch irgendwann eingegangen, leider Gottes. Und dann auch wieder ein Zero-Point-Food, obwohl die ja so süß sind im Moment jetzt so zu der... Saison. Und zwar Erdbeeren. Hier hat ja Freddy schon irgendwo eine rausgenascht gerade, als ich den vom Kindergarten abgeholt habe. Und da gucke ich immer ganz gerne, das ist jetzt alles zum Beispiel von Aldi, dass die wirklich regional sind, weil die haben ganz viele, aber immer mehr regionale Produkte und die schmecken erstmal viel besser und kommen der Umwelt auch immer zugute. Die sind jetzt tatsächlich nicht für mich. die müsstet ihr euch auch berechnen. Als nächstes gibt es zu Vatertag, dem Yannick machen wir so auch aus der WW-App, wie heißt das? Also irgendwas mit Bohnen und Spiegelei. Und dann habe ich so ein Bohnen-Duo geholt. Fand ich ganz interessant. Und koche das dann ein mit passierten Tomaten. Habe ich auch direkt mitgenommen. Und Spiegeleiern hat nur einen Punkt, also richtig, richtig wenig. Und fand ich auf jeden Fall richtig gut. Dann brauche ich immer dunkle Schokolade, weil ich mache ganz oft so Skiercreme. Und dann gebe ich immer so ein halbes oder ein ganzes Täfelchen Schokolade mit rein. Für Rezepte schaut unbedingt bei meinem Instagram vorbei, auf jeden Fall. Ich verlinke euch das hier unten in der Infobox. Klickt entweder auf den Link oder gebt Testy Tasty bei Instagram rein, dann findet ihr mich. Ich mache ganz, ganz viele Rezepte für WW, für Thermomix auch. Und dann habe ich hier Lachs mitgenommen, weil der hat ja auch wieder... Darf ich die Punkte eigentlich nennen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, einzelne nicht. Ich glaube, hier nur von den Rezepten, soweit ich weiß. Habe ich ja noch nicht gemacht, außer Zero Points. Also ich darf dazu nichts sagen, aber auf jeden Fall Lachs könnt ihr immer sehr gut essen. So viel dazu. Dann habe ich so eine mexikanische Maismischung mitgenommen. Für Chili con Carne, das wollte ich demnächst mal wieder machen. Das mache ich ja immer im Thermomix. Und auch nochmal eine zweite Dose. Dann habe ich mitgenommen, das fand ich sehr interessant, so Reiswaffeln kann man ja auch immer sehr gut bei Weight Watchers essen. Und jetzt hatten die bei Aldi Bio-Reiswaffeln mit Apfel- und Popcorn-Geschmack. Das fand ich mega interessant. Und ich bin mir da nicht sehr sicher, ich habe noch nicht die Punkte geguckt, ob das jetzt auch so punktefreundlich ist wie eine normale Reiswaffel. Aber sie sind kleiner und von den Kalorien her war es jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Dann habe ich Ingwer mitgenommen. Ingwer brauche ich immer für viele Rezepte, weil ich viel so ein bisschen thailändisch koche oder auch mal ins Wasser das ganz gerne rein. Und dafür übrigens auch diese Bio-Zitronen. Guckt wirklich auf Bio, wenn ihr das in euer Wasser mit reintut für den Geschmack, damit sich diese ganzen Schadstoffe nicht lösen. Jetzt habe ich den Bio-Kleber hier. Zack. Dann habe ich für das Kochen so einen Alpenmarkt leicht. Und zwar ist das ein... Schmelzkäse, kein Frischkäse. Der hat weniger Fett als der andere. Ich bin mir nicht sicher, wie man damit kochen kann. Steht aber ideal zum Kochen drauf und deswegen hoffe ich, dass es auch so klappt. Dann das erste Mal in meinem Stremellachs will ich probieren. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Keine Ahnung, habt ihr es schon mal ausprobiert? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich glaube, den muss man auch schnell essen, keine Ahnung. Dann wieder Kichererbsen. Da habe ich auch schon ein Rezept zu gemacht. Und zwar schmecken die dann echt, wenn man die so macht, wie ich sie dann in meinem Rezept mache. Wie gesagt, Instagram. Schmecken sie tatsächlich so wie Knickknacks in der Art. Also wirklich eher nach Nüssen anstatt nach Kichererbsen. Dann für die Kinder ein paar Vitamine. So ein paar Vitamingummibärchen finde ich immer ganz süß. Zahnbürsten. Und jetzt kommt der Cheat Day, Leute. Am Cheat Day gönne ich mir echt. Also ich mache ja zwei die Woche. Und die sind so geil. Probiert die mal, wenn ihr auch einen Cheat Day habt oder noch Punkte übrig habt. Alpia Flakes und Kokos. Boah, ich liebe Kokos. Kokos ist tatsächlich relativ punktelastig bei Weight Watchers. Und das ist wirklich mein einziges Manko. Aber naja, wie gesagt, an den Cheat Days lange ich dann echt zu. Und die fand ich auch mega interessant von Pook aus der Höhle der Löwen. Habe ich gar nicht gesehen. Thai Kokosnusschips mit Chocolate Sea Salt.
Vollmilch. Morgen habe ich nämlich meinen Cheat Day hier nochmal Tomaten passiert. Und für die Kinder natürlich gibt es dann auch was am Cheat Day. Und zwar so ein paar Kirschen. Und das echt so als Tipp, wenn ihr kocht und Kokosmilch hat super, super viel Kalorien und also beziehungsweise auch Punkte. Es gibt diese fettreduzierte Variante bei Aldi zum Beispiel. Ich glaube aber bei anderen bestimmt mittlerweile auch, wenn Aldi das schon hat. Und da kommt ihr echt viel, viel punktefreundlicher mit weg und ihr braucht halt nie viel für ein Rezept. So als Tipp, friert euch das dann in so eine Eiswürfelform ein. Dann habt ihr immer so portionsgerechte Mengen, die ihr dann einfach zum Kochen mit benutzen könnt. Dann Plattpfirsiche, die mag ich total gerne, aber die müssen noch ein bisschen reifen. Übrigens kotzt mich das an. Ne? Ich habe mir so vorgenommen, so ein Netz einfach mitzunehmen zum Einkaufen, dass du wirklich dann das lose Obst reintun kannst. Und was habe ich vergessen? Das Netz. Ist das nicht immer so? Es ist genauso wie mit Tüten. Man will immer irgendwie eine Tüte mitnehmen und dann hat man keine da, wenn man einkaufen ist. Kulturheidelbeeren habe ich mitgenommen. Die schmecken meist nicht so gut wie richtige, aber naja. Dann haben wir ein paar Garnelen, denn auch das ist ein Zero-Point-Food. Esse ich gar nicht so gerne, aber mein Mann total und die müssen immer den Fallen tun. Ne? Tomatoes haben wir noch dabei. Die brauche ich immer für irgendwas. Okay, das sind jetzt keine Essenssachen, aber es sind so wenig Essenssachen, dass ich gedacht habe, ich zeige euch die einfach mit. Feuchte Allzweckküche finde ich praktisch für die Küche. Mal eben so, wenn was geschlabbert hat, eben mal nachgehen. Und dann habe ich hier diese Cremefin mitgenommen. Das ist ja nicht die echte Cremefin, das ist die Aldi-Cremefin. Und zwar gibt es die einmal zum Schlagen und einmal zum Kochen. Zum Schlagen hat ein bisschen mehr, wobei die relativ fettarm auch ist, 21%. Ist schon doch sehr fettig, aber nutzt die jetzt nicht zum Kochen, nur wirklich, wenn ihr was schlagen wollt. Zum Beispiel gibt es so ein mega leckeres Schokomousse. Das muss ich auch noch mal irgendwie noch punktefreundlicher hinkriegen und dafür brauche ich das zum Beispiel. Das wird auch auf jeden Fall auch bald bei Instagram kommen. Und das soll tatsächlich auch gar nicht so viel Kalorien haben. Und zwar sind das Gnocchi. Gnocchi dachte ich eigentlich immer, wären Nudeln, aber das sind tatsächlich Kartoffelklößchen. Wusstet ihr das? Wusste ich gar nicht, mochte ich nie. Wahrscheinlich, weil ich so diese Nudelassoziation hatte und dann eigentlich waren es ja Kartoffelklößchen. Übrigens, sorry für die Pakete da hinten, das sind die Gewinner, die meine Thermomix-Verlosung gewonnen haben. Die muss ich noch wegschicken. Dann Sesamöl, das brauche ich immer zum, also wie gesagt, für asiatische Gerichte oder sowas halt. Und die sollen auch nicht so viele Punkte haben. Und zwar sind das Schupfnudeln. Und da habe ich ein richtig geiles Rezept gesehen. Und zwar werden die angebraten und dann mit Zimt und Zucker war das, glaube ich, angemacht. Also wie so ein Nachtisch, aber mit relativ wenig Punkten. Das fand ich richtig cool. Achso, hier ist noch ein Cremefin, wenn wir schon mal da sind. Ne? Magerquark brauche ich auch so gut wie immer für irgendwas zum Backen oder so. Weil ich backe ja auch ganz viel nur mit Proteinpulver zum Beispiel. Dann haben wir wieder für den Cheat Day für die Kinder hier so saure Zungen. Creme leicht wollte ich mal probieren. Ich muss das alles mal checken, wie sich das punktemäßig so verhält, beziehungsweise was jetzt mehr Punkte hat, Cremefin oder das. Aber wahrscheinlich hat das mehr Punkte, weil das ja schon so richtig dick ist. Und Himbeeren dürfen nie fehlen. Die sind aber auch gleich wahrscheinlich ruckizucki wieder weg. Oh, jetzt kommt die nächste. Die sind so schwer. Die sind einfach so schwer. Und ich sehe gerade, ich habe meinen coolen Behälter vergessen, um euch zu zeigen. Und zwar ist das so ein Limonadenbehälter, wo man so ein kleines Ding hat. Das kann man so aufmachen, wie diese Kaffeetöpfe im Prinzip. Aber voll schön. Ich habe es im Auto gelassen, weil ich nicht so viel tragen konnte, sehe ich gerade. Den finde ich auf jeden Fall cool für so Infused Water oder so für den Sommer. Dann habe ich eine Haarfarbe mitgenommen. Passt jetzt nicht so rein, aber ich fand diese Farbe so schön. Die war so billig. Also ich habe es wirklich nur nach der Farbe jetzt irgendwie ausgewählt, weil ich wollte ganz gerne, wenn ich ja so einen Ansatz habe, aber ich will nicht mehr blondieren. Und jetzt wollte ich mir dunkle Strähnen so reinziehen. Und das sah so natürlich aus. Und das war echt die einzige, die so richtig, also nicht so Schoko oder rötliches Braun hatte, sondern so ein richtig schönes Braun. Den brauche ich immer, der ist super, Leute. Sagotan Handschaum. Dann haben wir Skier natürlich wieder mitgenommen. Und noch ein Topf, mein Mann isst den fast immer abends, so ein Becher teilweise auch. Und für ein Cheat Day, der sah richtig lecker aus. Und zwar ein Mango-Sekt. Wie cool ist das denn? Weil Hugo und Co. ist ja alles so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Aber Mango-Sekt ist doch mal richtig cool. Und zu guter Letzt eine Melone, die uns heute übrigens auch vom Kindergarten gerettet hat. Denn der Freddy war heute den ersten Tag wieder nach seinem Gipsbeinbruch da im Kindergarten. Ich habe echt Angst gehabt, weil die ganze Zeit gesagt hat, Mama zu Hause, Mama zu Hause. Aber die hatten Melonen da und Freddy liebt Melone. Und dann ist er da geblieben, ohne zu meckern. Richtig gut. So, das war mein Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Berichtet mir mal, ob ihr schon Erfahrungen mit Weight Watchers gemacht habt. Ob ihr da
ja, ob ihr damit schon abgenommen habt. Sowas motiviert mich immer unheimlich. Also ich habe jetzt meine 5,2 Kilo weg, wobei ich jetzt heute Abend auch wieder Wiegetag habe. Dann bin ich mal gespannt, wie es sich da wieder verhält. Ja, ich sage tschüss, ihr Lieben. Verlinke euch hier noch zwei neue Videos natürlich. Ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet. Und sagt tschüss und bis dahin. Eure Laura.